Hallihallo, herzlich willkommen bei Dekojana. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch nochmal eine Adventskranz-Idee. Und ja, dazu habe ich eine Mandarinenkiste genommen und habe mir diese kleinen Holzkeile rausgetrennt. Das sieht dann so aus, dass ich mir diese rausgetrennt habe. Das ist jetzt eine neue Mandarinenkiste. Die habe ich einfach an diesen anderen angesetzt. Stabilisiere mir das ein bisschen mit einem Gummi. Dann habe ich das bei den dreien schon vorbereitet, dass ich mir so ein Kordelband genommen habe. Setze ein bisschen Heißkleber an. Und der Heißkleber ist alle. Wie schön. Einmal hier unten angesetzt, wickel das nicht ganz so stramm, aber schon recht fest einmal drumherum. Jetzt brauche ich einmal nur einen Heißkleber. So, nachgefüllt. Wickel dieses halt einmal ganz rum. Ein bisschen Heißkleber rein, dass die ganze Sache hält. Wer meine letzten Videos gesehen hat, weiß, dass ich Heißkleber nicht so gern benutze. Zumindest nicht, um Dekorationsdinge anzubringen, weil es unschön aussieht, wenn man diese wieder löst. Und ja, aber hierfür kann man das gut und gerne nutzen. Dann habe ich mein altbewährtes gutes Krepppapier und schlage das einfach jetzt mal ein. Ich sehe gerade, dass man sich das hier sparen könnte, dass man das auch mit dem Papier gut umschlagen kann. Auch hier nutze ich wieder sehr schlichte Farben und möchte auch heute wieder bei meinem Silber, Weiß, Grau bleiben. Dies Ganze umschlinge ich ein paar Mal mit meiner dicken Wolle, die ich eben ja auch schon für hier oben benutzt habe. Ich ziehe das Ganze gut fest. Wer mag, kann auch ein weißes Band nutzen. Das muss auch gar nicht so akkurat aussehen. Ich finde, das sieht so ein bisschen knautschiger, viel schöner aus. Ja, dann habe ich mein gutes, bewährtes altes Steckmoos. Das ist diesmal jetzt auch nicht feucht. Das ist jetzt trocken. Dann habe ich mir ein bisschen Tanne besorgt. Ich werde diese jetzt ein bisschen klein schneiden und setze sie einfach
drei um. Hier so hinein. Jetzt werde ich gar nicht mehr viel reden. Schaut einfach zu. Lasst euch inspirieren. Und dann schauen wir mal. Ich merke gerade, dass es mir echt schwerfällt, nicht zu reden. Das bringt wahrscheinlich meinen Job mit sich. Ich rede den ganzen Tag. Ich rede viel. Ich rede gerne. Wie ihr seht, ich habe verschiedene Tanne gewählt. Einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Jetzt wollte ich noch ein schönes Stück. Dann habe ich noch ein bisschen Tanne. Ich glaube, das nennt sich Lebensbaum. Setze ich einfach noch ein bisschen auf. Ein bisschen hier, ein bisschen dort. So gefällt es mir schon ganz gut. Jetzt fällt euch wahrscheinlich auf, dass es oben noch ein bisschen nackelig ist. So natürlich nicht bleiben. Aus dem Grunde habe ich hier ein bisschen Moos. Lege mir das einfach ein bisschen hier drüber. Stecke es hier und dort ein bisschen mit einer Trampel fest. So dass die ganze Steckmasse verschwunden ist. So, auch das wäre jetzt geschafft. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, warum ich diese Keile hier angebracht habe. Wie ihr seht, ich mag das immer total gerne, wenn ich einfache Kerzenhalter, Teller, Kerzenteller oder wie sich die nennen, kaufe und Gläser, die ich schick finde, einfach mit Heißkleber daran befestige. Die stecke ich jetzt einfach gut gesagt, ich wiege die beiden Keile ein bisschen auseinander. Plock, gleich kaputt, das wäre ärgerlich. Und schiebe sie einfach hinein. Wer mag, kann sich diese auch noch befestigen mit Heißkleber, aber eigentlich ist es nicht nötig. Und daran sehen wir wieder, es war nicht unnötig, das zu umwickeln und zu umbinden. Ach, ja, manchmal macht man etwas und denkt gar nicht im Voraus. So, jetzt habe ich hier diesen wunderhübschen Engel, vielmehr gleich zwei. Die werde ich einfach so draufstellen.
Wer mag, kann sich das befestigen mit Heißkleber. Aber auch da habe ich die Befürchtung, wenn man dieses abtrennt, dass man sich die Engel zerstört. Und das wäre sehr schade. Dann bringe ich jetzt einfach noch ein paar kleine Sternchen auf. Oh, der passt da nicht so ganz hinein. Ein paar kleine Zapfen. Und weil schon der erste Advent war, bringe ich tatsächlich heute mal ein paar kleine Kugeln mit ein. Auch die klebe ich nicht fest, sondern nutze Krampen und stecke sie einfach nur hinein. Vielleicht eine noch. Ja, und schon ist es fertig. Und auch dies ging wieder wunderbar schnell, einfach. Ich stelle mir meine Kerzen hinein. Und wie ihr seht, ist eine wunderhübsche Weihnachtsdeko. Unheimlich schnell gemacht. Da stecke ich mir meinen Stern noch dran. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen, abonniert meinen Kanal. Und ihr seid die Ersten, die erfahrt, wenn ich etwas Neues für euch habe. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, ciao.